Freitagmorgen, 10 Uhr. Heute sind die Friday for Future Schüler wieder unterwegs. Diesmal mit dem Fahrrad für Klimaschutz und bessere Radwege. Ich finde, da kann man ruhig mal mitradeln, auch wenn man das Abitur schon in der Tasche hat. Was schwänzen Sie denn heute, das KISA-Training? Ich schwänze den Haushalt, ja genau. Na, wir sind tatsächlich seit dem 21. Dezember meistens dabei als Grandparents for Future. Ja, einfach weil ich es gut finde. Ich habe kein Auto, ich fahre nur Fahrrad und so sollen es auch möglichst viele machen. Und Sie haben keine Wahl, als Ihre Frau zu begleiten? Auf jeden Fall. Nein, ich verschwende auch meinen Urlaub, aber es ist ja keine Verschwendung, sondern was Positives. Und eine alternative Verkehrspolitik ist nicht nur aus klimatischen Gründen, sondern aus vielen anderen Gründen dringend notwendig. Wir brauchen unsere Städte wieder zurück. Das Kind versteht da noch gar nicht, worum es geht. Aber ich. Worin wir unsere Zukunft sehen? Wenn wir unsere Zukunft sehen. Erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien. Es war noch viel zu leise. Es war noch viel zu leise. Es können wir noch lauter. Bin ich für. Sie haben recht, absolut. Ganz hinten radelt die Kleinste und die Politik. Als einziger dabei der Chef der Grünen Ratsfraktion, Norbert Czerwinski. Ich glaube, die Jugend vorneweg ist genau das Richtige. Die Ampel hat viel getan für den Fahrradverkehr. Und jetzt kommen die und sagen, ist alles noch nicht genug. Da muss man sich doch doof fühlen. Nö, das ist genau das, wie ich mich auch fühle. Wir machen was, aber es geht mir viel zu schleppend. Und mit der Umsetzung bin ich nicht zufrieden, sind wir als Grüne nicht zufrieden. Die ganze Oberkasseler Brücke für sich auch mal schön. Schüler vom Sigbertus-Gymnasium Kaiserswerth haben an diesem Tag eigentlich was anders vor, laufen aber immerhin ein paar Meter mit und feuern die Radler an. Fridays for Future, die spinnen, oder? Das ist ein bisschen übertrieben, aber generell. Was die interessante Frage aufwirft, ob es rein theoretisch überhaupt möglich ist, beim Klimaschutz zu übertreiben, angesichts der bekannten Fakten. Denn wir wissen ja auch, in Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Vor den Oberkasseler Gymnasien wird Halt gemacht und lautstark protestiert. Die Schulleitungen, so Organisator Lukas Mitscharek, hielten Schüler davon ab, bei Fridays for Future mitzumachen. Aber dass man, ich meine, und die Schülerinnen und Schüler müssen ja auch jede Woche hinkommen, aber dass man ihnen überhaupt nicht erlaubt oder dann Klima der Angst schafft und so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht bei Fridays for Future mitlaufen dürfen, mitfahren dürfen in diesem Fall, das kann man nicht verstehen. Da muss man schon ein bisschen komisch sein im Kopf. Ob die Schulleitung des Comenius-Gymnasiums komisch im Kopf ist, konnte nicht endgültig ermittelt werden. Es ließ sich nämlich niemand blicken. Nur ein paar Schüler schauten vom Schulhof aus zu. Ein ehemaliger Comenius-Schüler ist enttäuscht. Schon sehr daneben. Warum? Weil es super wichtig ist, auch für junge Menschen, denen zu zeigen, dass man halt auch was erreichen kann, dass man sich politisch aktiv ist. Und das als Schule so dagegen vorzugehen, ist schon sehr traurig. Also ich würde mir sehr wünschen, dass sich hier was ändert. Gelegenheiten gibt's ja noch genug. Die Demos gehen weiter.